Katharina Fegebank ist die einzige Frau, die in Hamburg-Mitte kandidiert. Sie tritt für die Grünen an. Wir müssen ganz realistisch sagen, dass wir in Hamburg im Moment keinen Wahlkreis haben, den die Grünen gewinnen. Trotzdem ist ihre Partei engagiert im Wahlkampf. Sie veranstaltet E-Bike-Testfahrten, Kiezrundgänge oder frühstückt auf einer Verkehrsinsel. Ich hoffe, dass ich durch meine Bekanntheit und auch durch die Themen, für die ich stehe, auch ein paar grüne Stimmen für die Grünen ziehen kann. Fegebank ist seit 2008 Landesvorsitzende der Grünen und sitzt in der hamburgischen Bürgerschaft. Für die Zukunft hofft sie auf mehr Engagement für die Gleichstellung von Lesben und Schwulen. Auch der Atomausstieg bleibt für sie wichtig. Also Energiewende ist ein großes Thema, das zentrale Thema, würde ich sagen. Das ist eine Jahrhundertaufgabe, die im Moment nicht nur in Stocken geraten ist, sondern vor allem total schlampig umgesetzt. Abseits der Politik ist Fegebank wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Leuphana-Universität Lüneburg. Nach ihrem Studium der Politik- und Europawissenschaften arbeitete sie bei der UNO in New York und der Deutschen Botschaft in Ankara. Eines ihrer Schwerpunktthemen ist Integration. Im Moment ist es so, dass wenn wir uns die Bildungsbiografien angucken, Kinder, Jugendliche aus sozial benachteiligten Vierteln oder aber mit Migrationshintergrund bisher die Bildungsverlierer sind. Als Vorsitzende des Ausschusses für Soziales, Arbeit und Integration in der Bürgerschaft will sie das in Zukunft ändern. Und da muss einfach vieles noch passieren. Also kein Kind, kein Jugendlicher darf zurückbleiben, denn wir brauchen alle für diese Stadt.